und wieder einmal herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Rainbow Six Siege News. Die heutige Folge so ein kleines bisschen in Überlänge, da am Wochenende die Major in Mailand stattgefunden hat, dort offiziell die neue Season geleakt wurde, denn dazu gibt es heute einiges zu berichten. Beginnen wir die heutige Folge mit dem interessantesten Thema, und zwar die Änderungen, die die zweite Season des vierten Jahres Rainbow Six Siege mit sich bringt, und zwar Operation Phantom Sight. Die neue Angreiferin ist Mitglied einer dänischen Spezialeinheit. Sie ist eine Undercover-Agentin, die ihre Arbeit meist unbemerkt verrichtet. Sie kann sich lautlos bewegen wie Kavera und sich tarnen wie Vigil, ihr Name Nerk. Der Verteidiger Warden ist Personenschützer beim Secret Service. Er besitzt eine Glasdatenbrille, mit der kann er Dinge sehen, die andere nicht sehen können. Gemeint ist damit, er kann nicht geflasht werden und er kann durch Rauch sehen. Damit ist er der Konter zu Glass. Die Map Café Dostoevsky bekommt im Bereich des Skylights ihre größte Änderung, und zwar die Brüstungen werden so erweitert, dass die Verteidiger auch in naher Zukunft hinter dem Skylight noch Deckung suchen können. Die zweite Änderung betrifft die mittlere Treppe, und zwar die Lobbystairs. Diese werden weiter am Haupteingang in den Westen verschoben. Zudem wird es eine vierte Wahlmöglichkeit für die Bombenspots geben. Hier kommen Reading und Fireplace dazu. Ansonsten werden hier und da noch weitere Änderungen vorgenommen und viele Texturen wirken frischer und heller. Ranked wird ab der kommenden Season Bomb-Only sein, sprich die Modi Geisel und Bereichssichern entfallen hier. Zudem hat man noch Zugriff auf seine Statistiken der jeweiligen Seasons. Ebenfalls neu im Ranked die Vampface. Ihr werdet jetzt, wie ihr es aus der Pro League schon kennt, zum Beginn jedes Ranked-Matches einen Angreifer und einen Verteidiger wählen können. Hinzu kommt auch der Seitenwechsel nach 3 Runden. Das heißt, ihr spielt jetzt ab sofort am Stück 3 Runden als Angreifer oder als Verteidiger. Zusätzlich wird es in der neuen Season einen weiteren Elite-Skin geben, und zwar diesmal zu Legion. Glass wird ab der kommenden Season sein Thermal Zielfernrohr nur noch verwenden können, wenn er stillsteht. Bei Bewegungen werden ihm die sonst angezeigten Wärmequellen nicht mehr angezeigt. Hinzu kommt, dass er direkt zum Beginn der Season seinen Konter Warden erhält, der er durch raussehen kann. Zusätzlich zur neuen Season kommen auch die neuen überarbeiteten Schilder. Diese werden nun lückenlos in den Türrahmen passen und besitzen kleinere Schlitze, die aus kugelsicherem Glas bestehen. Alle hier genannten Änderungen und Neuerungen, sprich die neuen Season-Elemente, kann man ab heute, Dienstag, dem 21.05.2019, auf dem Rainbow Six Siege Testserver testen. Ubisoft vermeldete, dass sie seit dem Launch von Rainbow Six Siege mehr als 1 Milliarde Euro eingenommen haben. Das ist aber nicht der einzigste Meilenstein. Laut Ubisoft ist Rainbow Six Siege im Zeitraum vom 1. April 2018 bis zum 31. März 2019 über 40% gewachsen und wurde über 45 Millionen Mal verkauft. Das ist alles sehr erstaunlich, da Rainbow Six Siege zum Release vor mehr als 3 Jahren sehr stark kritisiert wurde, unter anderem wegen zu wenig Spielinhalten. Wie ihr bestimmt schon mitbekommen habt, fand am Wochenende das Major in Mailand statt. Diesmal ohne das große Team G2, es nahmen insgesamt 8 Teams daran teil. Die europäischen Vertreter Team Empire und Lestream Esports, die nordamerikanischen Vertreter Evil Genius und Dark Zero Esports, die asiatischen Vertreter Noarengo und Fnatic, sowie die südamerikanischen Vertreter FaZe Clan und Immortals kämpften um ein Preisgeld in Höhe von 167.000 US-Dollar. Dieses Major gewann dieses Jahr Team Empire. Schalten wir nun zurück ins normale Studio. Ubisoft hat am 17.05. bzw. dem 18.05. einige Spielinhalte temporär aus dem Spiel entfernt, um die Spieler weniger durch aktuell im Spiel befindliche Bugs zu beeinflussen. Unter anderem kann IQ sich unsichtbar machen und unverwundbar werden, Clash kann durch ein Schild schießen, und mobile Schilder können als Helme benutzt werden, sodass Kopfschüsse nicht mehr möglich werden. Aus diesen Gründen hat sich Ubisoft dazu entschieden, folgende Spielelemente vorerst zu entfernen. Clash wird entfernt. Die aufstellbaren Schilder haben quasi nur Lebenspunkte. Ebenfalls wird die Claymore auf 0 gesetzt. Sie wird allen Operatoren entfernt. Nach diesem Schema möchte Ubisoft auch in Zukunft handeln, wenn neue Bugs entstehen sollten. Die betroffenen Spielelemente zuerst entfernen, die Fehler beheben und anschließend die betroffenen Elemente wieder zurück ins Spiel eingliedern.
So, nun sind wir endlich am Ende des Videos angekommen. Mann, Mann, das viele Themen. Es ist echt viel, was die neue Season mit sich bringt. Die ganzen Änderungen, Ranked und so weiter. Ich glaube, ich muss da nochmal ein Wörtchen mit unserem Drehbuchautoren sprechen, der die ganzen Infos zusammenstellt. Danke dafür, Michi. Es ist sehr viel Arbeit. Ansonsten, die ganzen Quellen findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Bewertungen und Kommentare sind natürlich auch gerne gesehen. Und ansonsten sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao. Ist das eine Pistole? Ja, die gibt's im Cockpit. Ich pisse auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach ja oder nein. Ja. Achso, das. Du Hurensohn! So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja, Tanzverbot ist am Start. Zaubern. Ja. Die Achterbahn, die geht so ab. Die Stänze mit der Gänse. Oh mein Gott!